Herzlich! Wir sind mitten im Herzlich reingekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fürnüsse mit Dirk und Klaus! Ihr hört gerade Dirk und jetzt hört ihr gerade Klaus. Jetzt trinkt Dirk einen Schluck, wie es üblich ist, aber Dirk hat aus irgendwelchen Gründen den anderen Teil der Begrüßung vergessen, indem er sich erstmal 2 Minuten die Kopfhörer richtet. Au, wow, wow. Dafür habe ich heute meine Affenstrumpfhose an. Das ist sehr erotisch, ja. In der kurzen Tough Mudder Hose, die er nur deswegen hat, weil er beim Tough Mudder aber die Hose vergessen hat. Hat er seine Hose vergessen. Einmal. Ja, ja. Meine Güte, ich wollte ja schon fast in meiner Trekkinghose laufen und Klaus meint, du reibst dich tot. Und zum Glück schuldete mir Klaus noch irgendwie Geld für Ticket oder sowas und hat dann. Vor allem fürs Parkticket, glaube ich. Ich glaube, das war die Nummer. Parkticket und irgendwas mit dem Leihwagen. Ja, also du hättest dich totgerieben. Ich habe noch angeboten, dann laufen wir halt beide in Unterhose. Dann wäre das unser Kostüm gewesen für den Tag. Auf jeden Fall, das wäre besser gewesen, als in der Trekkinghose zu laufen. Auch wenn du die Ärmel abnehmen kannst. Die Beine. Die Hosenbeine, ja. Hosenbeine, ja. Dirk, für den Ton kannst du mir einen ganz kurzen Gefallen tun. Und einfach mal vorne oder seitlich unter deinen Stuhl greifen. Für den Ton? Ja. Unter deinen Stuhl. Der Klaus hat das ist ganz, ein ganz großes Theater. Ein Lachshemd geschenkt. Ach verdammt, ich habe vergessen, die Karte zu schreiben. Was für eine Karte. Alles Gute zum Lachs und 30. Geburtstag. Nice. Ja, ich hatte nämlich gestern Geburtstag und der Klaus hat... Er ist Lachs und 30 geworden. Genau. Und jetzt schicken wir jetzt gerade on air ein Funktionsshirt der Marke Crivet, glaube ich. In Lachs. In so ein Lachs. Aber mit V-Ausschnitt. Ja, also weil richtig weiter halt. Sonst schneide ich ja alles mal kaputt. Und noch eine Flasche PPM. Penis Pink. Pro Minute. Die haben wir getrunken, das war die erste, die wir getrunken haben. Genau, das ist die Standardfassabfüllung vom Laden. Die aber nicht ohne ist. Die hat ja auch schon, wo steht's? 56%. 56, ja. Mein Herrscher. Ja, vielen Dank. Gerne. Ich habe mich ja gefragt, wie sehr du das alles erwartet hast. Das habe ich schon gedacht. Ich bin ja schon vorbeigeschlichen bei Lidl. War das deine Idee, als du gesagt hast, okay, ich ziehe nicht, was ist es denn, XL? Jawohl. Ja. Als du gesagt hast, von wegen, ich ziehe nicht, also wir hatten ja den Deal, wir waren... Da war das nicht meine Idee. Meine Idee war einfach, ich kaufe nicht für 8 € 2 Unterhosen von Onkel Sam, wo Onkel Sam draufsteht. Deswegen, also hättest du es da gekauft. Aber dann dachte ich, ja, der Whisky ist schön und gut, aber irgendwie bin ich so gut im Verpacken. Die perfekte Verpackung ist es, dem Whisky das T-Shirt anzuziehen. Auch den Gag, dass es unter den Stuhl versteckst. Eine Schwimmweste im Flugzeug. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Das ist für unsere Zuhörer auch richtig gut. Immer mal kommt in die Folge rein, vielleicht ist es eure erste Folge und so fort. Passiert irgendwas, mit dem ihr nicht gerechnet habt, weil es eigentlich auch keinen Sinn ergibt, vor allem in einem Podcast. Für die Zuhörer, ich ziehe mal kurz das an, wie es aussieht. Dirk macht die Kopfhörer raus. Zieh es jetzt mal übers T-Shirt an, weil sonst wird es ja... Warte mal, ich kann ein Foto davon machen für unseren Twitter-Kanal, dann posten wir da mal was. Ja, nein. Jetzt hat er sich gleich wieder über den Kragen beschwert. Er ist gerade verkehrt rum angezogen. Ich schneide ja gegen. Oh, der hat ja seine Achseln sogar. Sieht natürlich ein bisschen dusselig aus, aber es platzt, oder? Super. Super. Ganz großartig. Ja, ganz. Also am Hals. Am Hals hast du jetzt wirklich Platz. Moment. Jetzt kommt er her und guckt sich das Foto an, weil er vergessen hat, wie er gerade aussieht. Ja, das ignorieren wir jetzt. Ihr habt doch keinen Spiegel gehabt. Ja, doch. Meine Güte. Es wird immer besser für euch. Wundervoll. Also am Hals ist Platz, das lässt sich positiv festhalten. Ja, und am Arm ist es halt auch ganz normal, angenehm. Und unten wird es halt schön weit, das ist echt ein angenehmes Ding. Ja, und in Lachs, deine Lieblingsfarbe. Vor allem bei Lachs. Bei Lachs. Nee, es ist doch nicht Lachs, oder? Es ist so ein helles, ich weiß nicht, es ist so ein... Ich hätte schon als Lachs beschrieben. Ja, es ist halt so ein, so eine Mischung aus Rosa, aber ein bisschen ins Orange rein. Ich fürchte langsam, dass ich so ein bisschen auf deine Ebene komme mit 25 Funktionsklamotten. Ja, ne? Aber das geht fix. Und ist man im Sommer auch so, im Sommer ist man ja dankbar dafür. Irgendwie so kann man die gleich sofort in die Wäsche werfen, muss die nicht erst auf der Heizung aufhängen. Also immer was in Reserve. Ich wollte gerade sagen, so zumal wir halt viele Dumme haben.
Ja. Also ich kann ja irgendwie, ich würde sagen, ich habe so zwei, die ich im Sommer gerne anziehe, die echt angenehm sind. Und das könnte das dritte werden. Also es wirkt ja, also ich finde auch dünn und hier unter Achseln so eine separate Schweißabgabestelle. Ja, die konnte man ja auch mal spüren bei Lidl. Also die waren ja offen verpackt da. Und ja, da muss ich auch sagen, es fühlt sich halt Sie sehr... Sie können unsere Ware spüren. Fühlt sich halt sehr weich an, nicht sowieso wie ich unsere blaue Gefühl, Plastikhülle zum Beispiel. Es trägt sich wie ein frisches Wieselwelpen. Hm. Sagt man bei Wiesel Welpen? Bestimmt. Bestimmt, bei Wiese sagt man auch Welpen. Ja, ja, soll ich mal weitermachen? Ja, ich kann, weil du die Frage heute stellst, erkläre ich mal kurz, worum es in unserem Podcast geht. Ja, ach so. Also, wie ihr hört, sind wir ein Unboxing-Podcast. lachen zwischendrin wie die Muppets, aber eigentlich bringt einer von uns wöchentlich wechselnd eine Frage mit und dann diskutieren wir die Frage. Und diese Woche hat Dirk die Frage mitgebracht. Der andere wird in der Regel überrascht mit der Frage, deswegen lasse ich mich jetzt überraschen. Habe ich gerade 20 Jahre geschlafen? Warum erklärst du das? Für unsere Zuhörer, nicht für dich. Aber wir machen das doch nie. Ja, aber ich dachte vielleicht jetzt nach also jetzt bei Folge wenn sich 27 jemand, wenn sich jemand nach 6 Minuten jetzt mal gefragt hat, was höre ich hier eigentlich? Na, also die 3 Leute, die das hören, die wissen, was sie hören. Ja, aber heute hätten wir vielleicht die Chance gehabt, einen 4. Zuhörer. Irgendjemand hat unsere letzte Folge auf WordPress geliked. Nice. Falls Timo noch in Nordamerika sein sollte, schöne Grüße. Ich denke mal, es ist dann Kanada, oder? Da kommt gerade eine Schubkarre runter. Ja, cool. Das sind die Momente, wo sich die Leute fragen, was denn? Das habe ich nämlich durch Zufall irgendwie gehört, als ich den Text geschrieben habe. Schubcarport. Wie wir dann total euphorisiert immer denken, wow, was kommt da runter? Und du hörst es und denkst, was denn? Was soll das? Ja. Was soll das denn? Also ich denke mal, er ist in Kanada gerade. Mhm. Was grenzt denn direkt, welcher Staat oder welche Staaten grenzen direkt an Kanada? Die USA? Nee, ich meine, welche Staaten der USA? Ach so. Ich weiß es nicht. Illinois, Michigan... Wie heißt denn der Eisstaat? Alaska. Alaska? Ist doch Alaska, ne? Ja, oben links. Ja. Auch so ein bisschen abgeschnitten von den USA. Und rechts müsste es, wie heißt denn Neuengland eigentlich? Massachusetts sein. Okay. Ich glaube, die sind auch ganz oben. Ich glaube, ich muss das Ding ausziehen. Ist im Wunderfall. Naja, gut. Ich, könnt natürlich nachschauen, Geografie ist auch bekanntermaßen meine Schwäche. Übrigens, die WM 2026 findet dann in Kanada statt, in Mexiko und in den USA. 3 Staaten tragen es diesmal aus, auch mit riesigen Flugdistanzen. Da liegt teilweise dann so ein 10-Stunden-Flug zwischen denen. Na gut, aber dann haben wir auch 72 Länder, die mitmachen. Das stimmt, dann fällt es auch gar nicht mehr so auf, dass 3 Gastgeber automatisch qualifiziert sind, von denen sich normalerweise 2 nicht qualifizieren. Ja. Nämlich die USA und Kanada. Ich glaube, Kanada hat noch nie mitgespielt, vielleicht einmal. Die USA sind hin und her, aber in der Regel spielen die auch nicht mit. Und apropos, Mexiko, wie hat denn Russland gespielt? Der Russe hat gewonnen im Elfmeterschießen. Was? Ja. Wie denn? Im Elfmeterschießen. Ja, wie viel? 4-5 oder 4-3. Gegen wen haben die gespielt? Spanien. Spanien ist raus. Warte mal, pass auf. Spanien ist raus. Die einzigen... Portugal ist raus gegen Uruguay. England, Messi, Ronaldo, alle weg. Ne? Ja. Jetzt sind noch England, Frankreich, Brasilien und Uruguay dabei von Mannschaften, wo man sagt, okay... möglich. Ja. Also Kroatien ist dieses Mal gut, aber das sind jetzt also England, Frankreich, Uruguay, Brasilien. Das letzte England-Spiel war auch voll überraschend gar nicht so cool, ne? Ja, die haben ja beide nur mit ihrer zweiten Mannschaft gespielt, um die erste Mannschaft zu schonen. Okay. Aber Belgiens zweite Mannschaft scheint es besser gelöst zu haben als die englische zweite Mannschaft. Was war? 2-1 oder was? 2-1 oder 1-0? Nee, die haben auf jeden Fall auch ein Tor geschossen. Okay, dann war es 2-1. Aber es hat ja gereicht, ne? Die sind bloß Gruppenerster, aber... Genau, es ging um den Gruppensieg und dann eigentlich war es auch ein bisschen egal, weil der Gruppensieg hat darüber entschieden, ob du gegen Kolumbien oder Japan spielst. Also, okay. Das ist ja, jetzt nicht, das war jetzt, die Spekulation war nicht irgendwie Argentinien, Brasilien oder Frankreich aus dem Weg zu gehen, sondern Kolumbien aus dem Weg zu gehen, um dann gegen Japan zu spielen. Aber das, ich sag mal, Kolumbien ist für Belgien und England ein machbares Los. England spielt jetzt gegen Kolumbien, Belgien gegen Japan... Beide Mannschaften machbar. Ich habe vorgestern erst diese lustigen Preise gelesen. Adidas, der goldene Fuß und so. Mhm. Ihr Fuß wird jetzt vergoldet. Ne, ich meine, gibt es nicht noch auch irgendwie Adidas goldenes Hemd oder goldene Handschuhe oder irgend sowas? Ich weiß nicht, ob die alle von Adidas sind. Also es gibt den goldenen Schuh in der Bundesliga oder die Torjäger, sowas, die Torjägerkanone für den, wahrscheinlich gibt es auch die goldene Hand für den besten Torhüter der WM, ja. Das ist ja lustig. Ja. Also, gestern ging ja noch das andere Spiel, ging auch im Elfmeterschießen aus, nämlich Kroatien-Dänemark.
Dänemark gewonnen? Nee, Kroatien hat gewonnen. Obwohl der dänische Torhüter drei Elfmeter gehalten hat. Aber es hat nicht gereicht. Krass. Einen während der regulären Spielzeit und dann zwei im Elfmeterschießen. Der kroatische Torhüter hat im Elfmeterschießen drei gehalten. Die waren aber auch schwach geschossen. Ach, ärgerlich. Zwei davon zumindest. So, soll ich dich jetzt mal belästigen? Ja, bitte. Bitte. Wir sind schon 10 Minuten in der Folge. Also meine Frage, die mir in den Traum in die Eingeweide geschossen wurde wahrscheinlich. Was macht Jeff Goldblum so besonders? Ich finde seinen Stil, ich weiß gar nicht, wer das, ich glaube in einem Podcast, den ich höre, beschreiben sie seinen Stil auch immer als Jeff Goldblooming about. Ich habe ja gedacht, weil ich ihn eigentlich sonst nur in diesen ganzen Interviews so mitgekriegt habe über Conan, da habe ich mir halt dann ein paar andere reingezogen und dachte, was, der ist ja immer. Also ich habe irgendwie, das war bei Funny or Die, Cooking with Jeff Goldblum, da ist er dann halt in so einen Supermarkt morgens um 9 oder sowas gewesen, der relativ leer ist und meinte halt auch so, dass er eigentlich nie in den Supermarkt geht. Und da hat er mit so einem Cheese Master, in Amerika gibt es dann halt so verschiedene Graduierungen und da war halt so ein Cheese Master und dann mein hat er angeguckt und hat die ganze Zeit irgendwie, der hat geredet und er hat die ganze Zeit Geräusche gegeben. Er hat dann irgendwie so verschiedene Käsesorten, die verschiedenen Speisen halt funktionieren und sowas. That's so lovely. Jeez. Gina, und was er voll oft macht in Interviews, immer fragt, was die Leute geträumt haben. Und er lutscht regelmäßig diese komischen Bonbons, wo er sich bei Conan einmal fast verschluckt hat. Oder generell bei Conan auch gerne mal, wenn du das erzählst, rülpst beim Reden. Ja. So, weiß ich, dass er dann halt irgendwie sagt, über einen Dreh, dass sie, you know, I said it's very important that you are on time and that, did you burp on this answer? What? No, maybe. Oh, you're so funny, Conan. Der kann ja auch, Jeff Goldblum kann ja nicht stillhalten. Oder kurz mal nichts machen. Er ist ja immer irgendwie. Aber der ist so smooth. Der ist nicht hebelig. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an seiner Physis. Er hat irgendwie sehr, also wie Conan auch, sehr lange Gliedmaßen. Ich glaube, der ist auch fast 2 Meter oder so. Er ist 1,94, genau. Was man im Film ja oft nicht so mitbekommt, weil da wird das immer ein bisschen ausgeglichen, dass er neben den Co-Stars nicht so groß aussieht. Aber dadurch hat er immer so lange und so sanfte Bewegungen und immer die Gliedmaßen sind auch so weit weg. Brutal von ihm. Lange Finger auch. Ja. Also es ist halt auch echt. Und er ist, du hast es ja wahrscheinlich nachgeschlagen, über 70? 72 oder so? Nee. Er wird dieses Jahr 66 Jahre alt. Okay, dann ist er doch. Okay, dann ich hätte ihn der schon. Der ist 52, 22. Oktober 52 in West Homestead, Pittsburgh. Allegheny Country? In Pennsylvania geboren. Okay. Ja, er wurde geboren. Ich kann ja ein paar Daten raushauen. Ja. Jeffrey Lynn Goldblum. Und ihm ist es egal, ob man Goldblum oder Goldblum sagt, aber meinte, für ihn klingt es halt einfach besser und er sagt es und kennt es auch von seiner Mutter als Goldblum, deswegen sagt er immer Goldblum, weil, also das Krasse ist ja auch irgendwie, er kriegt halt auch immer mal nervige Anfragen irgendwas und er meinte, no, it's great, I love it, ist halt die ganze, also er ist total, diese Hollywood Macherart ist also komplett drin. Er beschreibt halt aber das Beste, weil er immer gefragt wurde, wo es am liebsten hinzureisen ist und da halt auf der ganzen Welt schon gedreht hat, meint er, liebt er es, zu Hause zu sein. Also er ist halt auch echt so eine harte Nuss, dass er halt immer gleich irgendwo wohnt hat. Letztens bei Conan hat er auch im Interview irgendwas erzählt von seinem ehemaligen Haus, wo er 30 Jahre am Stück gewohnt hat, wo er dann halt irgendwie immer die ganzen Ladies halt irgendwie auf die Terrasse gebracht und hat halt dann. Ach, die Geschichte mit den Feen im See? Genau, ich glaube an gar nichts, aber wenn es halt darum geht, sich anzunähern, aber kannst du immer. er ist der dritte Sohn eines Arztes und einer Radiomoderatorin. Er ist jüdischer Abstammung. Mit 17 ist er nach New York gegangen, um Schauspiel zu studieren. Und er hat dann mit 17, das heißt, das war Ende der 60er, in den 70ern wurde er am Neighborhood Play Theater School, Playhouse School of Theater von Sanford Meisner unterrichtet. Unterrichtet. Also daher hat er wahrscheinlich seine geile. Ja, okay. Nein, wer weiß es. Er war natürlich schon ein paar Mal verheiratet, was heißt natürlich, aber zuerst mit Patricia Gowell, 80 bis 86. Mit Gina Davis, 87 bis 90, das ist ziemlich nahtlos. Gina Davis. Dann hat er Pause gemacht
fast 15 Jahre und dann hat er seine very young Emily Livingston. Akrobatin ist oder irgend sowas? Ja, das habe ich leider nicht recherchiert. Wie ist Akrobatin oder wie heißt das, wenn man sich so bewegt? So Contortionist heißt das. Also, okay. Wo man sich halt in so verschiedene Formen dehnen und bewegen kann. Hm. Was heißt denn das? Wie heißt denn das? Aber ich meine, Schlangenmensch. Aber mit 36 ist das doch schon auch langsam durch, oder nicht? Ja, gut. Aber, ja. Ja, die beiden haben einen Sohn. Sonst hat er keine Kinder. Also hat die ganze Zeit zurückgehalten. Der ist auch recht neu geboren, oder? Ja, 4. Juli. Da haben sie, glaube ich, auch bei Conan drüber geredet, dass er am Unabhängigkeitstag den Sohn auf die Welt gebracht hat. Beziehungsweise er hat es ja nicht wirklich gemacht. Und zwar 2015, also ein Jahr nachdem sie geheiratet haben, war auch das Kind. Das heißt, es war eine ziemlich knappe Geschichte. Auch passend zu einem seiner mittelmäßigsten Filme. Und zwar? Independence Day. Ah, oh Aaron, ja, das stimmt. Am Unabhängigkeitstag, welcher Film war's? Ich habe gerade... Independence Day 2 auch, den keiner gesehen hat, glaube ich. Was? Trotz Jeff Goldblum. Seinen Durchbruch hat er natürlich gemacht mit Der Fliege. Uah. 86, da fand ich ganz süß, wo habe ich das stehen? Er war ja auch so ein bisschen so ein Sexsymbol in den 80ern. Also oh, ich habe Fotos gesehen. Verquere Typ. Ich finde, und der sah immer schon so aus wie jetzt, immer mit seiner Brille, diese schlanke Gerte. Aber ich finde, im Alter steht ihm der Look besser zu Gesicht. Voll. Also damals in den 80ern, auch mit dem Fokuhila, den er teilweise noch hatte mit seinen Locken. Der sah zeitweise aus wie der unoperierte Michael Jackson, fand ich. Ja, stimmt. Also krass. Der wurde mal gefragt, ein Fan fragte mal, angelehnt an die Fliege, welche Kreatur Goldblum mit seiner DNS verbinden würde. Mhm. Und er sagte, let's see, off the top of my head, I'd splice myself with a dolphin and my name would be Surf Goldblum. Surf Goldblum. Wie geil ist das? Übrigens passend dazu, der Gag, Dolph Lundgren spielt im neuen Aquaman-Film mit und postete irgendwann auf Twitter, Dolph is actually short for Dolphin. Das ist lustig. Immer so, am Rande. Er ist nicht nur Schauspieler, er ist auch Gründer und Lehrer des Playhouse West School seit 82, wo er bis heute mit Unterbrechung natürlich unterrichtet. Okay. Und er ist, nebenbei ist er noch Jazzpianist. Und er hat gesagt, die Finger dafür hat er auf jeden Fall. Ja. Und er hat gesagt, wäre er nie Schauspieler geworden oder hätte das nicht funktioniert, dann wäre er mit Sicherheit Berufsmusiker geworden. Ich denke nur gerade zurück an eine Szene in Thor Ragnarok, wo er Piano spielt. Echt? Ja, also es steht so ein E-Keyboard. Ja. Also für alle, die es nicht gesehen haben, du hast den auch noch nicht gesehen. Nee, auch nicht gesehen. Der ist so ein bisschen ausgestattet wie Flash Gordon. Mhm. Also so bunte 80er-Jahre Trash-Kostüme. Und dann steht irgendwo ein Piano und er geht vorbei und dann spielt er plötzlich ein bisschen auf dem Piano. Okay. Aber das wird dann wirklich einfach eher irgendwie improvisiert haben. Er hatte 99 mit seiner Band das Mildred Snitzer Orchestra, einen Auftritt beim Playboy Jazz Festival. Im Juni diesen Jahres bekam er endlich den 2638. Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Das hat aber lang gedauert. Ja. Er hat im Mai 2008 ein Theaterstück, also er spielt auch regelmäßig Theater, ein Theaterstück gespielt. Das wurde weltweit aufgeführt mit dem Namen Speed the Plow mit Kevin Spacey. Damit würde er jetzt wahrscheinlich keine große Werbung mehr machen. Und unter auch anderem, für Kinder geeignet. Unter anderem war er bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen mit diesem Stück. Ja. Und die Ruhrfestspiele in Recklinghausen hatten in diesem Jahr durch Jeff Goldblum und Kevin Spacey den größten Erfolg ihrer Geschichte. Mhm. Erfasst wahrscheinlich. Find ich gut. Also hätte man sich denken können, sonst geht er auf die Ruhrfestspiele in Recklinghausen. Kleiner Funfact am Rande, er war mehrere Jahre die Stimme für die meisten US-Apple-Commercials, inklusive iMac und iBook. Ja, ich erinnere mich an die Zeit, als sie noch bunt waren. Als sie noch bunt waren? Damals waren die, bevor die Mac-Produkte alle so silbern, also davor waren sie immer weiß. Ja. Und in der Anfangszeit, das war als Steve Jobs wieder zurückgekommen ist zu Apple, war alles bunt. Okay. Das war tatsächlich so, deren Ding war einfach, jeder PC ist mäuschengrau, wir beten unseren allen Farben an. Ah, okay. Und das stimmt, das waren diese Rundknutsch. Ja, genau. Die einfach nur aussahen wie so ein Röhrenfernseher. Ja. Genau, und da war Jeff Goldblum die Stimme. Ja, das war, ach, meine Güte. Also ich kann ja mal empfehlen, was mich auch an Jeff Goldblum so fasziniert, ist tatsächlich so, wie bei Thor Ragnarok, wo er mehr oder weniger er selbst ist.
Also ich habe gelesen, zum Beispiel eine seiner schauspielerischen Techniken oder Basen, die er halt immer wieder nutzt. Mhm. Er meinte, er schafft, egal was er spielt, immer eine Distanz zu seiner Rolle, dass er halt auch gerne mal beim Spiel sich wundert über das, was seine Rolle macht. Und das bringt halt irgendwie oft das Spiel so ein bisschen in eine Richtung, dass halt seine Spielpartner halt das genießen, weil sie immer überrascht sind. Ja, weil er manchmal dann halt, also zum Beispiel dieses, was bei Jurassic Park, als er halt diese Frau da angegeilt hat und dann halt ihn einfach dieser ganz mittlerweile so bekannte, dieses Raptor-Geräusch da rauskam. So. Und er meinte auch, dass er dann das einmal gemacht hätte und dabei das dann als Jeff Goldblum in der Rolle halt betrachtet, halt lustig fand. Mhm. Und darüber musste er lachen und hat es dann wiederholt. Er sah einmal und dachte, was war das denn? Und machte und das war halt so ein krasser Gag. Und Schauspielpartner waren halt, dachten von wegen, das war kurz vorm Ausstieg. Laura Dern und Sam Neill übrigens. Ja, und Laura Dern hat ja dann halt auch irgendwie so leicht gelächelt, aber blieb da halt noch voll drinne, weil sie echt nicht wussten, was mit dem gerade abgeht. So. Weil das halt ja, also weil die Figur war ja halt schon als ein bisschen ein querdenkender Musiker und nein, er ist ein Mathematiker eigentlich. Aber war er nicht da irgendwie so ein Rock-Typ? Nein, Dr. Ian Malcolm ist Mathematiker, spezialisiert auf die Chaos-Theorie. Aber er wirkte wie so ein Rockstar, Ja, natürlich. Mit seinem, so ganz in Schwarz. Wie es er sollte doch so weg von der Norm sein. Ja, ne? genau. Also er hatte ja auch nichts mit Dinosauriern zu tun, sondern seine Aufgabe damals war es quasi, auszuloten, was alles schiefgehen kann. Also er ist dieser Vertreter von der Flügelschlag eines Schmetterlings löst anderswo ein Hurricane aus. Wo sind die Verkettungen von verschiedenen Sachen? Hatte ich auch ein bisschen Quatsch, dass so jemand auf die Insel kommt, um die Sicherheit da zu testen, aber gut. Er war auch irgendwie so ein unbequemer Bekannter, der dann über die Versicherungsfirma eingeladen wurde oder so. Ich weiß nicht. Ich musste jetzt immer, weil der aktuell läuft der neue Jurassic Park, also der fünfte, von Anfang an erzählt, mit, wo er auch mitspielt. Deswegen musste ich noch ein paar Videos zu anderen Sachen gesehen. Ich habe auch das Buch gelesen. Ich habe gelesen, er hat in den ersten, zweiten und dritten auf jeden Fall mitgespielt. Hat er in den vierten auch mitgespielt? Hat er auch mitgespielt? Im vierten hat er definitiv nicht mitgespielt. Ich meine, er hat auch im dritten nicht mitgespielt. Okay, ich dachte, ich hätte das... Also im dritten kommt Sam Neill wieder vor. Oder das spielt Sam Neill die Hauptrolle, wenn er im dritten dabei ist. Dann nur in so einer ganz kurzen Gastrolle. Also ich weiß, Laura Dern kommt im dritten auch noch kurz vor. Das ist die... Die Dr. Alan Grant. Ja. Sam Neill und sie haben ein Kind im dritten Teil, aber sind inzwischen wieder getrennt. Für den zweiten Teil, also erstmal ist es im Buch, das kann ich mal kurz sagen, anders. Dr. Ian Malcolm stirbt im Buch. Also Jeff Goldblums Rolle. Aber irgendwie Steven Spielberg hat sich gedacht, nee, es ist irgendwie komisch, es ist ein Kinderfilm. Und so. Soll nicht sterben. Und für die Fortsetzung von Jurassic Park, die auch als Buch Lost World heißt, die Michael Crichton auch geschrieben hat, da hat Michael Crichton sich von Steven Spielberg beschwatzen lassen, die Implikation, dass Dr. Ian Malcolm stirbt, doch zurückzunehmen und dass er der Protagonist für den zweiten Teil ist. Mhm. Und das ist ja auch in Lost World, das ist ja auch Goldblum dabei und dann die alleinige Hauptrolle ohne Dr. Wie auch immer Sam Neills Rolle heißt. Er ist Alan Grant. Blödsinn, ja. Stimmt, er hat seit Vergessene Welt, Jurassic Park, Lost World. Ja. Ja, aber... Das ist eine lange Pause. Ja, der dritte ist auch nicht besonders gut. Vierten und fünften habe ich nie gesehen. Ich meine, im fünften ist seine Rolle auch nicht so groß. Also nach dem, was ich darüber gehört habe. Und er wirkt jetzt nicht wie so ein riesen Teil der Promotion. Ja. Aber, Jeff Goldblum hat in Will & Grace 3 Folgen mitgespielt? Der hat auch in Friends mitgespielt. Als ich glaube auch als Theaterregisseur. Und Joey wollte in ein Theaterstück von ihm. Und Joeys Trick, um in dieses Theaterstück zu kommen, war, dass er einfach ganz viel trinkt über den Tag und nicht pinkeln geht. Und dann hat er sich die ganze Zeit so gewunden und Jeff Goldblum fand das halt total super und dann hat er ihm am Ende eine entspannende Umarmung gegeben. Ja, den Rest der Folge zu erklären, erübrigt sich, denke ich. Hast du Criminal Intent mal gesehen? Der hat zwei Jahre in so dieser Krimiserie mitgespielt. Ja. Krass. Ja. Einer seiner Lieblingsfilme, er wurde gefragt halt, was in welchem Film, also was er am schönsten fand, und er meinte, das war halt Grand Budapest Hotel. Ach stimmt, er gibt auch eine Stimme bei Isle of Dogs. Ja. Also er ist in so ein paar Wes Anderson-Filmen, glaube ich, dabei. Ja. Ja. Also Isle of Dogs und Jurassic World sind die 2018 das letzte rauskamen. Mhm. 2017 war Thor und Guardians of the Galaxy. Was hat er da gemacht? Er ist nur am Ende im Abspann und tanzt. Oh
Okay. Also bei dem Marvel-Film gibt es ja immer noch so eine Post-Credit-Scene. Ja. Und bis dahin läuft halt so ein bisschen funkige Popmusik und man sieht die ganzen Charaktere des Films tanzen dazu. Ja. Und Jeff Goldblum ist auch dabei. Ich habe übrigens gestern Ghostbusters, die neue Version mit den Damen halt gesehen. Ist definitiv unterhaltsam, ist natürlich nicht ans Kultding anzulehnen, aber es war halt, also die haben sich an so vielen Filmen orientiert, also generell ist es echt eine Kopie vom ersten Teil. Das habe ich auch gehört. Also aber es ist halt nicht schlimm. So. Also ist jetzt nicht, und was gut ist, finde ich, dass die Figuren nicht versuchen, die alten eins zu eins zu kopieren, sondern es gibt halt diese, ich weiß nicht, wie die Frauen da alle heißen, aber es gibt so eine Durchgeknallte, die halt auch so ein bisschen, am Anfang denkst du, es wäre die Wissenschaftlerin Egan Spengler, so blonde, aber dann ist die halt einfach voll durchgeknallt. Das ist halt vollkommen okay. Das ist die, die immer Hillary Clinton macht bei Saturday Night Live. Ah, okay. Ich weiß auch gar nicht, wie die heißt, aber ja, nach dem allem, was ich gehört habe, ist es einfach so ein mittelmäßiger Film, den man gut sehen, aber danach auch wieder sofort vergessen kann. Absolut, ja. Also er hätte auch einen anderen Titel haben können. Ja, genau. Und das ist halt dann irgendwie so ein bisschen, also ich glaube. Also du siehst halt Dan Aykroyd mal als Taxifahrer, du siehst halt. Winston Sedmore. Echt? Ja, das ist der Onkel von der schwarzen Ghostbusterin, der ihnen das Auto gibt. Ja, das ist dann auch klar. Ja. Ach, zum Schluss kommen ja quasi alle. Weil, es gibt also eine Statue von Harold Ramis oder so, ist das? Echt, das habe ich nicht gesehen. Aber der größte Auftritt ist halt von Bill Murray. Bill Murray, genau, weil er halt so ein Wissenschaftler ist. Und das Lustige ist, er wirkt halt wie der Wissenschaftler am Anfang vom zweiten Teil. Weil er dann halt kurz interviewt wird im Fernsehen, so von wegen, da sieht man halt Ghostbusters und sowas und wird halt gefragt, ob nach seinen Recherchen und sowas, ob es diese Möglichkeit des Geisterjagens sowas existieren, beziehungsweise geistige Generelle und weiter. Und dann wiederholt einfach die Frage und sie glauben jetzt, dass es vielleicht möglich wäre, wie die, ich sag mal, Kollegen jetzt draußen sagen, ja genau, das ist meine Frage. Und meinte, absolut nicht. Und geht da komplett raus und das ist halt so genau der gleiche Moment, wie im zweiten Teil meint am Ende der Sendung, am Anfang, okay, ich sag bis nächste Woche und vergessen Sie nicht und wo sein Finger in die Schläfe packt und dann, Sie wissen schon. Und genauso ist dieser Bruch da auch, dass er sagt vorhin Schwachsinn. Das ist halt, schade ist halt, dass irgendwie so Sachen wiederholt werden, wie sie werden halt aus der Uni geschmissen, kriegen keine Fördergelder mehr und so ein Zeug. Und zum Schluss sind sie dann halt auch in der Feuerwehr-Dings und Ector 1 sieht fast genauso aus wie das Ector 1-Mobil und so. Die Frage ist dann, in dem Fall muss man so ein Remake machen? Oder hätte es nicht, also du weißt ja, Dan Aykroyd hat es ja Leute produziert und ich weiß nicht, ob Bill Murray da auch wieder dran geschrieben hat, mitgemacht hat. Das war ja auch. Also ich meine, dieses ganze Ghostbusters 3-Getour, gibt es jemals einen dritten Teil mit der alten Originalbesetzung? Ja. Das ist ja eh hinfällig, seitdem Harold Ramis tot ist. Ja, oder schreiben den 3D-mäßig rein. Ja, und die anderen haben halt sowieso nur gestritten, hatten alle keinen Bock mehr, einen dritten zu machen. Aber ich dachte, Dan Aykroyd und Bill Murray sind voll die Freunde. Ja, aber irgendwas, es gab halt Mega-Streitereien, was den dritten Teil davon angeht. Und die hatten alle irgendwie auch keine Lust drauf und dann sind sie halt sowieso zu alt. Und dann gab es halt immer so in den 90ern, späten 90ern halt diese Gerüchte. Ich finde es einfach ein bisschen merkwürdig, dass sie dann nicht gesagt haben, okay, der Film ist jetzt mit den Frauen eine Fortsetzung von den alten beiden Ghostbusters-Filmen, statt es halt nochmal so halb neu anzufangen, aber dann halb auch nicht. Ja, ich habe gedacht, also wenn, am Anfang war es so ein bisschen vom Gefühl, da habe ich gedacht, okay, cool, schön wäre es, wenn es nichts damit zu tun hat. Ja, genau. Und einfach für sich die Story und die sind halt auch Ghostbusters. Aber das ist es halt auch nicht, weil es halt so sehr, und dann hätte man vielleicht gleich sagen können, okay, die eine ist die uneheliche Tochter von Dr. Venkman. Ja, so ist es ein bisschen drin. Wir haben jetzt seit den späten 80ern keine Geister mehr gesehen. Deswegen haben wir das alles vergessen. Ja. Aber es gibt noch diese stillgelegte Feuerwache, wo heute ein Starbucks drin ist oder was auch immer. Ja, es ist halt auch, wie die Geister dann auftauchen. Also, dass halt nicht da irgendwie eine böse Energie hochkommt, sondern dass es ist halt einer der Menschen hat irgendwie das Tor zur Hölle geöffnet, oder? Genau, so ein Wissenschaftler, der dann halt irgendwie, weiß nicht, die ganze Zeit irgendwie gemockt wird von allen Seiten und immer Arschloch war, bla, und sagt von den rechter sich, indem er halt so weit geht sogar, dass er halt sich umbringt und als Geist halt der Anführer der Geisterlegion wird. Ich habe nur so die halbe Zusammenfassung gehört und dann dachte ich mir schon, okay, dann ist er Scooby-Doo-mäßig. Aber das ist halt, und das ist halt total schade, weil du denkst so, und dann immer diese Hälfte, dass sie halt original die gleichen Klamotten tragen und dass sie dann halt auch das Zeichen eins zu eins übernehmen und dass er zum Beispiel zum Schluss halt auch wieder eine Figur nimmt und sagt von wegen, also er wählt dann halt irgendwas, was die dann halt entgegenkommt und dann ist es nicht der Marshmallow-Mann, der auch auftaucht und der halt auch noch... Wähle eine Form und stirb. Ja, wir haben überhaupt nichts gesehen. Mein Kopf, hast du irgendwas gedacht? Ich habe überhaupt nichts gedacht. Er hat auch nichts gedacht. Hast du was gedacht? Ich habe an das Unschuldigste gedacht, was mir eingefallen ist. Etwas völlig Reines. Der Stay Puffed Marshmallow-Man. Ja, also einfach ein bisschen unnötig. Was ich auch gehört habe,
dass der Film wohl eine sehr unausgegorene Mischung zwischen Impro-Szenen und dann koordinierten Action-Szenen ist. Weil es halt viel, viel einfach nur improvisiert ist vom Dialog. Weil das auch, also drei von den Frauen, da weiß ich, sie sind alle bei Saturday Night Live gewesen. Auch Kristen Wiig, die so ein bisschen die Hauptrolle ist. Die etwas völligere schwarze Schauspielerin. Und die krasse Stimme hat die Frau. Die hat echt krasse Stimme. Na, und Chris Hemsworth ist ja auch dabei. Der ist halt, das ist total süß, weil du merkst halt von wegen, dass der halt einfach mal was spielt, was halt einfach nicht irgendwie, weiß nicht, Lover ist oder halt einfach Actionheld, sondern er ist halt auch einfach, er spielt halt so einen trottligen Schauspieler und das ist halt total süß, weil er am Anfang so kackt von wegen, welcher Headshot passt besser? Mit Saxophon spielen oder wie ich Saxophon spielen höre? Und dann siehst du ihn halt einmal oben ohne, wie er halt ein Saxophon spielt oder oben ohne, wie er Saxophon ans Ohr hält so und dran hört. Oder er trägt halt die ganze Zeit immer Brille ohne Gläser, weil die Gläser ihn so reizen im Auge. Und immer wenn es ganz laut ist, hält er sich die Augen zu, aber nicht die Ohren und sowas. Oder er bringt den irgendwie Kaffee und dann meint es Zucker drin und dann trinkt er den und spuckt halt komplett aus. Sugar. So, und jedes Mal trinkt er halt Kaffee und dabei erinnert er sich von wegen, dass er Kaffee hasst und den erstmal über den Tisch spuckt. Aber es ist halt total süß, weil er überall gegenknallt oder er sieht halt irgendwie, das Telefon klingelt und dann gibt es halt so als Gag, dass sie so ein großes Aquarium haben und da ist dann halt wie so eine Fischunterkunft, so ein altes Telefon im Aquarium. Ja. Und wenn es klingelt, dann patscht er mal mit seinen Händen gegen das Aquarium. Oh Mann. Und so eine Dinger. Oder wenn das Telefonat ihm nicht gefällt, dann legt er einfach auf und dann wird gefragt, wer dran war. Keine Ahnung. So, dann, bleiben Sie bitte dran! Aber ja, weiß ich, die anderen finden ihn halt auch scharf und so. Also es ist halt ganz süß gemacht. So. Und also die Gags funktionieren anders und das finde ich halt auch ganz gut, dass sie halt dann nicht immer diese, also bei den Jungs war es immer mehr so trocken. So, dass die Dinger kommen, weil sie voll trocken sind und keiner versucht da Clown zu sein. Und da sind die halt sehr überdreht und dadurch Clown. So, und das, ja. Okay. Na, ich meine, der Film ist ja auch eigentlich nur so ein bisschen in die Aufmerksamkeit gekommen, weil irgendwelche Männer sich in ihrer Rolle bedroht fühlten. Okay. Davon, dass jetzt vier Frauen Ghostbusters sind. Was kommt als nächstes? Eine Frau als Präsidentin? Ja, genau. Ich glaube nicht. Und das fand ich halt irgendwie schon okay. Also das ist halt als normaler Mensch kommt man damit klar, aber normale Menschen protestieren auch nicht gegen Filme wie den neuesten Star Wars Film, weil sie sich einfach, also es gibt so eine Riesenbewegung an verletzten Men's Rights Activists, die sich einfach nicht damit anfreunden können, dass eine Frau Lichtschwert schwingend im Star Wars Film die Protagonistin ist. Die damit nicht klar, also die wirklich nicht klarkommen, die eine andere Schauspielerin, wie heißt sie denn, Rosie Chen oder so, die eine Nebenrolle im Star Wars Film spielt, die von Instagram vergrault haben, weil sie so monströs zu ihr waren. Klingt so ein bisschen wie Seehofer, der halt irgendwie ja gesagt hat von wegen, entweder wir machen das, Frau Merkel, oder ich ziehe zurück. Volker, oder nicht, also oder? Stand jetzt, Seehofer ist zurückgetreten oder auch nicht. Ja. Aber also wir halten euch hier live auf dem Laufenden. Ich habe halt so einen Kommentar bei Spiegel gelesen und das fand ich so passend, weil meinten von wegen, das kennt man halt irgendwie im Kindergarten, dass das Kind dann den habe ich auch gelesen, ja. Dass das Kind dann so sein Gesicht verliert und das ist halt auch gerade mit Seehofer passiert. Wenn ich erstmal weg bin, wird es ihr schon leid. Genau, dass halt egal, was jetzt passiert, ob er zurücktritt oder ob er das Zurücktreten wieder zurücknimmt. Das ist, also jetzt ist er komplett gebrandmarkt. Und generell, dass man sich darüber unterhalten muss, was halt diese komische Konstellation dieser nichtigen Bayern-Partei mit Deutschland zu tun hat. Die bundesweit 6% geholt. Ja, es ist halt so, wo du denkst, oh, Alter. Ja. Natürlich, der Einzige, der da gewinnt, ist halt die AfD. Schon die ganze Zeit. Also das ist klar. Aber ich meine, die AfD gewinnt ja auch alleine dadurch. Und die AfD ist ja dann wirklich eine Ein-Themen-Partei. Die hatten ihren Aufschwung ja, also die haben es ja mit einem anderen Thema zuerst versucht, raus aus dem Euro. Das war ja deren ursprüngliches Thema. Und dann kam das mit der Flüchtlings... Wie hieß er nochmal, der jetzt eine eigene Partei gegründet hat, auch wieder mit so einem Euro-Thema? Der hat doch damals... Ist das Schollatour? Nein. Aber der hat doch damals halt auch irgendwie Gold verkauft, ne, auf der ursprünglichen AfD-Seite. Genau, woraufhin die Partei Geld verkauft hat. Was ist eigentlich mit dem Blauen geworden? Zurück zum Thema, Jeff Goldblum. Was mit dem Goldblumen? Genau. Gold, Puh, das Goldblumen. War ja knapp. Oh, ja, mit so einem kurzer Diskurs.
Ich finde den auch total lustig, was der halt, da gab es halt irgendwie diese, also er macht ja auch echt viele so Internetsendungen mit, so YouTube-Shows und da war da halt irgendwie eine, wo die Stars dann halt auf irgendwelche bizarren Fotos reagieren sollen, was sie gesehen haben. Und Jeff Goldblum scrollt die einfach nur durch und sagt, nice, nice, awesome, bla. Ja. Und dann sagt, okay, that was funny, sowas. Und da hat er zwei Dinger rausgehauen, eins fand ich total lustig, da war halt dann irgendwie, da hat jemand gepostet, dass er in seiner WG sich öfter gestritten hat mit seiner WG-Partnerin, die totale Jeff Goldblum-Fan ist. Und dann der Höhepunkt war, als er morgens irgendwie total verkatert pinkeln wollte und dann vor dem neuen Duschvorhang stand. Und das war halt so ein riesiger Jeff Goldblum-Duschvorhang, der mit irgendwie so einem geretteten Affen und so einem übertriebenen Schal da halt irgendwo in so einem komischen Regenwald stand. Und das war halt so ein Höhepunkt. Und dann war ah, nice picture, that me, yeah. Funny, this ape, I love animals. Und dann so. Es gibt ein Jurassic World Videospiel jetzt. Indem du einen jetzt Park. Erst, ja, es gibt mehrere, aber jetzt gibt es halt wieder einen neuen Film, in dem du aber zum ersten Mal einen Park baust und verwaltest. Nice. Und halt irgendwie so Sachen, ja, ja, ne? Das, wenn du die Leute nicht bezahlst, dann hast du eventuell Saboteure, die deine DNA verkaufen. So hin und her. Und die Stimme, die Erzählstimme der Tutorials und so, macht Jeff Goldblum selbst. Deswegen ist er auch so. Wobei ich nicht glaube, dass Jeff Goldblum weiß, was ein Videospiel ist. Ich wollte gerade sagen, der wird doch da improvisierte Sachen reinhauen. Du sagst ja. So, maybe you want to build a fence, or maybe don't. Maybe the dinosaurs don't like fences. And life finds a way. Naja, und jedenfalls gab es von einer Videospielseite namens Eurogamer, gab es auch ein Interview, wo die Moderatorin Eva ihm so Bilder gezeigt hat auf dem iPad von Videospielfiguren. Er sollte die beschreiben. Anhand ihrer äußeren Eigenschaften, wie diese Videospielfiguren aussehen. Man hat so Yoshi dabei oder Cloud aus Final Fantasy. So, is it a boy or maybe it's not a boy, maybe it's a girl. It's interesting. Ein interesting Design. Der sich ja immer so das, man hat das Gefühl, er isst immer irgendwas, was super lecker ist. Also er ist oft mit so Mentholbonbons unterwegs, weil er meint, das wärmt immer die Stimme und macht sein Organ weiter und sowas. aber er entschuldigt sich auch jedes Mal, wenn es halt irgendwie auffällt oder wenn es halt wenn er deswegen halt würgen muss oder so. Er ist sehr touchy. Also er meint, er ist halt auch diese Körperlichkeit, die du bei Conan siehst, ist halt nicht ursprünglich, also nicht ausschließlich, dass er halt Leute gerne irgendwie anfasst, mit denen redet oder beim Zuhören dann einfach nur die Hand hält oder sowas und da denkst du so, das irritiert so massiv. Was man bei Conan aber noch anders merkt, dass die beiden sich schon länger kennen. Mhm. Also Conan ist ja auch einfach so ein Relikt, der schon seit 93 oder so, 92, 93, seine Talkshow hat. Und ich finde, das merkt man, dass die beiden halt schon länger eine Interaktion zusammen haben, dass sie sich schon länger kennen und schon mehrfach interviewt haben. Aber natürlich so die Grundart von Jeff Goldblum wird dadurch nur noch verstärkt. Der ja auch, und dass die anderen Gäste ignorieren ja meistens Andy Richter auf der anderen Seite vollkommen. Und man sieht, Jeff Goldblum, der wird auch mal leicht unsicher und dann guckt er zu Andy Richter rüber und fängt dann plötzlich an, kurz mit ihm zu reden. Und dann oder ihn anzufassen. Ja. Das ist halt auch, dass er ihn dann, weiß nicht, dass Conan irgendwas gesagt hat und meint, he's so funny, isn't he? Und dann greift er halt so als Bestätigung zu Andy Richter und meint, ja. Und dann denkst du so, Der ist halt auch der diese ganzen quasi Schauspielverbote so bricht. Also der hat dann irgendwie, ich weiß nicht, welches Theaterstück gespielt, aber auf jeden Fall war halt für das Stück, also mit von den Jeff Goldblum und Theater, war er halt in einem schwarzen Rollkragenpulli und hat halt seine Faust leicht geballt und sein Kinn draufgelegt. Also diese Denkerpose, die man halt verbotenerweise nicht in Headshots oder irgendwo auf Schauspielfotos machen darf. Und er schaut halt einfach nur hin, so, und dann schaut er in die Kamera und Conan meint, das ist halt gepflastert gewesen, halt überall in New York, und hast du nicht gesehen, du konntest halt das komplett überall sehen und das funktioniert aber. Und also wenn du es machen würdest, oder ich würde sagen, Gottes Willen, aber da denkst du so, er zieht dich in deinen Bann. So, Wenn ich auch noch mal eine Facebook-Seite empfehlen darf, die einzige Facebook-Seite, die ich empfehle, ist The Same Picture of Jeff Goldblum Every Day. Eine Seite, die jeden Tag dasselbe Bild von Jeff Goldblum postet, wie halt vor so einem blauen Hintergrund steht und so den Mund zu so einer Psch-Geste. mit so einem leicht sehnsüchtigen Blick. Und es ist die Seite macht nichts anderes, nur jeden Tag genau dieses Bild posten. Oh, das ist super.
Ich habe ihn letztens in so einem Video gesehen, da hat er halt irgendwie in so einem, sah aus wie so ein Playboy-Menschen, wo er an so einer Bar stand und daneben war halt dann so ein Cocktailglas und er sollte über seine Lieblingsdrinks sprechen und er hatte halt wie so ein Männer-Kimono an oder sowas. Also war so ganz bizarr. Und überall, das habe ich halt auch öfter gesehen in den kurzen Clips, dass er mal gesagt, ah, okay, welcome, this is my mansion. No, it's not, or maybe it is, maybe you guess. Und dann fängt er halt dann irgendwie so an und hat die ganze Zeit diese, diesen schmalen, wie heißen diese dreieckigen Cocktailgläser, also die im Profil dreieckig sind, so ganz klassisch. Highball, glaube ich. Hat er so ein Highball in der Hand und erzählt die ganze Zeit über Drinks und dann erzählt er von wegen, dass er kein Alkohol trinkt. Mhm. So, das ist halt überhaupt nicht, aber er meint, es gibt super leckere ohne Alkohol und erzählt dann, und er mag halt auch die Spicy, die richtigen Spicy. Und manchmal denkt er dann, oh, das ist aber zu würzig. Und er fragt ihn, wie würzig ist denn das? Und dann wird ihm gesagt, dass es halt so und so viel Grad Scoville hat. Und dann sagt er, damit kann er aber gar nichts anfangen. Und dann ist es dann so. Ja. Ja, man kann sich das alles auch mal so gut vorstellen, wie er sich immer so durch. Und das ist echt unterhaltsam. Also das Conan, habe ich gedacht, das würde mit Conan nur so funktionieren. Mhm. Aber die anderen Dinger, sind ein bisschen irritierend, weil er genau das gleiche alleine macht. Mhm. Und dann nimmt er sich den Raum noch ein bisschen mehr ein und hast das Gefühl, die hinter der Kamera, die müssen echt irritiert ihn anschauen. Also die Frage ist ja, was ihn so besonders macht. Und ich glaube, das ist halt einfach, dass der komplett losgelöst sein Ding macht und das halt nicht seitdem er berühmt ist oder seit ein paar Jahren, sondern also der ruht so in sich. Der wirkt halt auch immer die ganze Zeit, als ob der irgendwie natürlich drauf ist. Mhm. So, also der wählt ja nicht grundlos halt dieses nicht gar kein Tropfen, sondern können ja sein Mal, einen Schluck Wein, sowas. Ja. Obwohl der Amerika ja halt mit diesen ganzen, weiß nicht, einfach mal so eine Schüssel Schlaftabletten nehmen und Wein trinken. Und das ist ja halt, also die sind ja im europäischen Verhältnis sind die halt permanent drauf. So. Mhm. Und da ist es dann schon, naja, vielleicht auch durchs Reisen, dass er merkt, die ganze Welt funktioniert nicht so wie da. Mhm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist total in sich geruht und der macht alles und filtert auch ganz wenig und der hat keine Scheu, das halt mit der Welt zu teilen. Mhm. Also wenn der halt irgendwie sagt, er hätte sich jetzt fast verschluckt oder spricht über die ganzen Frauengeschichten von früher oder fasst halt irgendwelche Leute an oder spricht einfach nur darüber, dass er halt so viele Ringe an den Fingern hat, was er ganz schön findet, aber beim Händewaschen mag er lieber gar keine und dann wieder, also so Nichtigkeiten, aber teilt sie und dann reagiert auch darauf, dass er halt dann immer so süffisant lacht und ich glaube, manche Sachen findet er halt auch nicht so prall, aber er spielt halt dieses Hollywood-Ding mit, dass er halt immer sagt von wegen, ja, it's great, it's lovely, I love you, of course we can make pictures und sowas, also alles, aber nie, dass man das Gefühl hat, das ist so ein Stören für ihn. Also, ich weiß nicht, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob er so ein bisschen untouchable, so ein bisschen unnahbar ist. Ja. So. Und ich glaube, das ist das, also für mich, das ihn so besonders macht und dabei nie unangenehm. Du hast nicht das Gefühl so, oh, das ist so viel, der spielt da irgendwas oder so. Genau, ich glaube, das finde ich so charmant an ihm, dass er halt so vollkommen drüber ist. Ja. Also wirklich so vollkommen drüber. Und normalerweise, wenn ein normaler Mensch sich so benehmen würde, zu sagen, hör mal auf mit diesem Akt, bitte. Ja. Das ist vollkommen überzeichnet. Keiner glaubt dir, dass diese Kunstperson, die du geschaffen hast, wirklich du bist. Aber bei ihm ist es andersrum. Bei ihm merkt man und spürt einfach, das ist er. Ja. Und das ist ja so sehr, dass er es gar nicht verbergen kann. Ja. Und dieses so skurril und gleichzeitig so privat und so vertraut sein, überall wo er ist. Und ich glaube auch, dass sich das so ein bisschen auf seine Rollen überträgt, dass man immer das Gefühl hat, die Rollen sind auch so ein bisschen privat. Ja, das, was also ich vorhin meinte, dass er beschrieben hat, dass er sagt, ich spiele etwas und ich versuche mir immer Momente zu schaffen, wo ich mir die Rolle anschaue, als Jeff Goldblum beim Spiel. Ja. So, und dann reagiere ich darauf. Und ich denke, Alter, das ist ja, genau, und das aber wurde so eingebläut, nicht raussteigen und sowas. Und dann sagt er, schaue ich mal. Oder denk einfach mal kurz nach, was habe ich denn gerade gesagt? Ja. Was habe ich denn da gesagt? Genau, und darauf zu reagieren. Man sieht diesen Spaß ja auch immer bei seinen Partnern. Also wie gesagt, ich kann echt nur Thor Ragnarok empfehlen, der auch von dem gleichen Regisseur ist wie Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Also diese Wellington, diese neuseeländische Vampir-Doku. What We Do in the Shadows, ist der gleiche Regisseur. Ja. Der hat einfach auch so ein Händchen für Comedy und auch für so leicht improvisierte Comedy. Und wo einfach Jeff Goldblum von alleine gelassen ist, oder den anderen merkst du halt diesen Spaß auch total an, da irgendwie mit ihm zu interagieren. Und ja, also er ist ja auch nie laut oder schnell oder hektisch, so dass du quasi im Schauspiel überfordert wirst. Ja. Dass du sagst, von wegen, seine Figur wäre jetzt halt, weiß nicht, erschüttert, in welcher Weise auch immer. Und dann würde er halt laut schreien im Kreis rennen, wo du denkst, oh, das ist ein bisschen,
da muss man so klischeehaft drauf reagieren. Bei ihm wird es halt so kreativ, dass er halt sich auch von so Dingen wie, keine Ahnung, eventuell blitzt das Licht auf der gepuderten Nase auf vor dir und dann reagiert er nur darauf. Dann wird eine Pause und dann muss er halt darauf reagieren, weil er denkt, das sieht aus wie ein Blitz auf deiner Nase. Und dann lässt er das zu und das ist nicht falsch. So. Also weil seine Energien nicht, also die sind immer weich, immer flüssig, immer so. Und das ist dann, also dafür finde ich es so witzig, dass er in den 90ern irgendwie halt in so zwei großen Actionfilmen mitgespielt hat. In Jurassic Park und Independence Day. Ja, aber ich meine, was waren seine Action-Parts? Ne? Ja, genau. Also der ist halt irgendwie aber da gelaufen, saß im Auto, sowas. So. Das in den 90ern war das ja aber durchaus akzeptabel, dass du halt der Intellektuelle in einem Actionfilm bist. Ja. Und heutzutage ist dann halt so jemand wie Chris Pratt da, der einfach nur muskelbepackt ist und irgendwie so der männliche Mann. Und das, den Jurassic Park fehlte das ja total. Ja, die ganze Triple-X-Kacke. Genau, bei Independence Day hat er halt Will Smith ergänzt. Mhm. Die waren ja dann als Duo in den in das Alien-Motorschiff. Aber das war ein guter Konterpart. Ja, absolut, ja. Also allein auch als er dann halt diese Fat Lady so für sich so adaptiert hat, so was dann halt Will Smith dann halt so als cool lässig so und er dann halt er ihn dann kopiert hat, gesagt, wie spielt man das nochmal mit dem coolen lässig? Alles klar, mache ich so in den Mund und sage, ja, Fat Lady. Und so, oh mein Gott. So. Ja. Aber Will Smith, nicht Will Smith, genau, der wollte ja nicht im neuen Independence Day mitspielen. Jeff Goldblum hat da mitgespielt und auch, wie hieß denn der Präsident, Bill Pullman. Der damals Präsident war. Genau, bei dem der dann irgendwie den Verstand verloren hat für den neuen. Ich habe auch nur eine Zusammenfassung von dem neuen Independence Day gehört. So ganz stecke ich da auch nicht drin, was genau passiert in dem Film. Aber ja, also der sollte wohl auch irgendwie so einen neuen Franchise starten, aber das war so ein mega Kinoflop, trotz Jeff Goldblum. Ja. Dass man gesagt hat, so, ja, vielleicht interessiert es doch keinen, was so ein mittelmäßiger 90er-Jahre-Actionfilm. Der hat auch nicht Furcht vor irgendwelchen Filmen, beziehungsweise bei denen gibt es bestimmt nicht lange Beratungsgespräche, das könnte in die Hose gehen, lass das mal oder dahin gehen, sondern der Ding mache ich und meine Position ist definitiv gestärkt. Also, der macht ja. Warte mal kurz das Mikro weg. Der macht ja auch nicht so viel. Also, Jeff Goldblum hat mir nie das Gefühl, so, okay, der ist jetzt in 6 Filmen dieses Jahr, es reicht, wie bei Johnny Depp zum Beispiel. Ja. Sondern bei Jeff Goldblum, das ist okay, ich mag Jeff Goldblum und im Film kommt er irgendwie vor. Schön. Ja. Naja, ich glaube, also. Ich glaube, der ist halt auch nicht blöd. Also ich glaube, der ist halt auch irgendwie finanziell definitiv so abgesichert. Ja. Und macht halt auch keine übertriebenen Sprünge, Investitionen, Eigenproduktion. Der ist auch schon ewig dabei. Ja. Also der hat aber gesagt, in den 80ern dann irgendwie... Ja, ich habe geguckt, der hat sogar halt irgendwie... Also Fliege war ja relativ schnell am Anfang. Ja. Und der hat ja... auch ein widerlicher Film, wenn ich das nochmal sagen darf. Ich meine, die Cronenberg-Filme sind ja alle widerlich. Also aber 74 war sein erster Film mit California Split. Und wann war die Fliege? 86 meintest du? Da sind so viele. Oh, es kommt, also irgendwo 80er müsste es gewesen sein. Aber da sind so viele Filme, die ich einfach nicht kenne. Ich weiß nicht, ob die alle sehenswert sind. 86, genau. Ja, der hat in irgendeiner... Der hat sogar bei Columbo mal 75 mitgespielt. Ein Mann sieht rot, Nashville, Tag der Abrechnung, Stadtneurotiker, das kennt man irgendwie, ne? Zwischen den Zeilen. Starsky und Hutch hat er mal mitgespielt. Wie geil ist das denn, ey? Gott sei Dank ist es Freitag. Die Körperfresser kommen, hat damit gespielt. Invasion of the Body Snatchers. Ja. Kennst du den Film oder was? Naja, Invasion of the Body Snatchers, sag mir was, ja. Okay. Also, das ist, welcher ist denn das? Ist das nicht der mit Donald Sutherland? Wo pflanzenartige Aliens die Menschheit übernehmen und dann gab es ein Remake mit Daniel Craig und Nicole Kidman. Ist von Philipp Kaufmann, 78, Film, Neuverfilmung von Don Siegels, Die Dämonischen aus dem Jahr 56, beide basieren auf einem Roman, Körperfasser kommt von Jack Finney. Dr. Bennell arbeitet als Inspektor. Guck mal nach, ob das Donald Sutherland ist. Was willst du denn sehen? Ach, Donald Sutherland ist Dr. Matthew Bennell. Schöner Film mit einem krassen Ende. Mit Brooke Adams, Leonard Nimoy, Veronica Cartwright, Jeff Goldblum, Art Hindle und Lelia Goldoni. Lelia Goldoni. Wie im Vorgängerfilm entsetzen außerirdische Invasionen Menschen durch äußerliche, identische, aber gefühllose Doppelgänger. Wie in der Trump-Regierung. Aber das jetzt nicht die ist... Doch, das... Ja. Ah, okay. Der. Das ist doch das Ende, ne? Ja, genau. Das okay, super.
Ja, meine Güte, also Spoiler für den Film von 78. Ja, gut. Guckt ihn euch an. Eine Lebensweisheit vielleicht noch von Jeff Goldblum, er wurde mal gefragt hat, aber irgendwie eine Lebensweisheit, die er öfter schon gesagt hat. Do what you love, don't be the Wolf of Wall Street. Ah. Das sagt er halt seitdem. Und was sehr geil ist, hier, das habe ich gesehen, als er Auftritt war in dieser, wie heißt dieses, Carpool Karaoke, dieser Brite. Ja, mit The Late Late Show with James Corden. Ich glaube James Corden. Ja, und da war er halt zu Gast und hat James Corden gesagt, dass Coole ist wohl an ihm, was öfter durchkommt, dass halt Star-Fans, die ihn voll quatschen für ein Foto und sowas, mittlerweile ihn halt auch kurz filmen wollen, mit ihm filmen, irgendwas rumbasteln und ob er irgendwas mit den Spielen kann und er spielt halt immer die Chaos-Tropfen-Szene aus Jurassic Park auf dem Handrücken. Und er meint, das macht er und das macht er gerne und die wird auch immer anders, weil der Tropfen sonst wohin rollt. Und dann hat halt daneben halt irgendwie süß, ein Star gesessen, ich weiß nicht, welcher das war. Und er meinte, was, Fotos hast du voll und er kennt alle Fotoapparate, also Handy, sonst was und sagt von wegen, hier, zack, hier, lange Arm, mache ich selber. Und Jeff Goldblum meint, ne, ich fasse nichts an, wenn die Schärfen verändern wollen, wenn es zu dunkel ist, wenn wir im Licht stehen, ich drehe mich um, ich warte, kein Problem. Die Sache ist bloß, er nimmt sich dann auch den Moment. Also wenn jemand sagt, kannst du da stehen? Und dann, nee, wir machen mal so, du bist erschrocken, dass ich dich in den Arm nehme. Ah, und dann spielt er mit denen irgendwas und dann müssen die Fans dann mit denen irgendwas machen, weil er sagt, ein einfaches Foto ist ja langweilig. Ja, das finde ich gut, ja. Das finde ich total voll geil, dass du jetzt sagst. Ihm würde ich auch zutrauen, dass er so eine Ausstellung macht und sich die Fanfotos immer schicken lässt. Ja. Was total geil ist. Wie hieß nochmal der Ragnarok oder sowas? Ja. Und was war seine Figur nochmal? Der Grandmaster. Genau. Genau. Und da war er nämlich bei diesen Funny or Die im Supermarkt und hat mit den Käsetypen geredet. Ja. Und dann meinte er, you're the cheese guy. Und er meinte, actually I'm the cheese master. Und er erzählt so ein bisschen. Und dann guckt er ihn so, have you seen Ragnarok, my last film? No, I was the grandmaster. Und dann ist Ruhe plötzlich zu dem, weil er sagt, er ist der Cheese Master und er sagt, ich bin der Grandmaster in dem Film gewesen. Das ist so geil, wie ihn dann damit pusht und steht nur da und irgendwann macht, I'm just kidding, no, it's actually it is. So, und dann guckt er ihn nur so an, dachte ich so, wie geil der Typ. Es gibt eine ganz tolle Szene in Ragnarok, wo sie werden verfolgt von den Truppen von Jeff Goldblum und sie haben sein Privatraumschiff geklaut. Und wollen. Private, so wie die bei den Jetsons. Naja, hat so eine Yacht, also eine Weltraumjacht, mit der sie wegfliegen. Und dann suchen sie nach irgendwas, um die Waffen zu aktivieren. Und dann drücken sie einen Knopf und plötzlich geht so Disco-Beleuchtung an in dem Raumschiff. Und es kommt ein Hologramm von Jeff Goldblum, der singt: It's my birthday! Oh, den muss ich ja wohl dann doch sehen. Den muss man absolut. Ich meine, der Film ist sowieso, der ist einfach super unterhaltsam, weil sie sich mal gesagt haben, wir machen mal ein ganz anderes Genre und es wird jetzt einfach eine Komödie. Punkt. Das war ein weiterer Teil der Avenger-Dinger, oder was? Ja, genau. Also ist der jetzt schon, wann kam der raus? Ende letzten Jahres. Ah, okay, dann ist der noch nicht irgendwo bei Prime oder Netflix. Womöglich, aber ja. Also bei Ghostbusters habe ich mich gewundert, weil der kam ja, ich glaube, nach Deutschland 2017 oder so. Ja, letztes Jahr, Sommer letzten Jahres, glaube ich, war so ein typischer Sommer. 2016 in Amerika und jetzt schon bei, wir haben ja festgestellt, das ist nicht der geilste Film. Ja. Fun Fact, Sigourney Weaver hat zum Schluss auch nochmal so einen 10-Sekunden Auftritt. Ist sie die Radiostimme, die Sul sagt? Das wäre geil. Sie ist die, wie hieß nochmal diese blonde Verrückte, die bei Saturday Night Live. Ich habe sie nur die Hillary Clinton von Saturday Night Live genannt. Ihre Professorin ist Sigourney Weaver. Ah, okay. Und dann habe ich gedacht, es wäre doch lustig, wenn die ganz normal wäre. Und dann haben sie ja dann auch irgendwie Haare ganz wild und bunt gemacht. Mhm. Und sie machen so ein Yeah, High Five und Crazy Bitch Action, sowas. Okay. Und ich denke so, brauchst du also, das? Cool ist, Chris Hemsworth ist irgendwann ist der Geist in ihm drin. Und es steht halt irgendwie, wo steht er denn? Für irgend so ein Hotel oder irgendwas. Jedenfalls vorhin so eine Armee von Polizisten und er schnippt halt in die Hände und die stehen halt alle still und schnippt dann nochmal und alle machen halt diesen Disco-Stings-Move und dann ist Freeze und da passiert weiter nichts im Film, aber die haben das ganze Ding noch weiter gesponnen und im Abspann siehst du halt Chris Hemsworth wie so ein Musikvideo auf der Bühne tanzen und alle tanzen nach, was er hat vortanzt. Das scheint schon sehr geil, weil du der siehst halt, dass er einfach nur Spaß hat bei dem Ding. Es gab ja einige Diskussionen darüber, ob er überhaupt Thor werden sollte, weil das, was er davor gemacht hat, war in Australien Dancing with the Stars. Echt? Ja, der ist ja in Australien
Hat er in vielen Soaps mitgespielt, wie viele Australier es machen. Und ich glaube unter anderem auch in Neighbours. Das ist ja so Australiens beliebtester Soap. Ja. Und dann hat er irgendwie längere Zeit nichts gemacht und dann wurde er zu Dancing with the Stars eingeladen und hat da so Tanzperformances gemacht. Und dann hieß es, es gab wohl tatsächlich Diskussionen, so, oh, will man, dass so der nordische Gott Thor dann auf YouTube ständig gesehen wird, wie er Cha-Cha-Cha tanzt? Aber das aber ist ja. voll an mich vorbeigegangen. Ja. Aber der ist dann nach Dancing with the Stars direkt Thor geworden. Ja. Krass. Und das hat so ein bisschen seine amerikanische Karriere eingeleitet und auch die von seinem jüngeren Bruder, der auch einer der letzten Anwärter war auf die Rolle. Jerome Hemsworth. Wie heißt denn der Junge? Chris und... Mir fällt es gerade nicht ein. Der hat auch bei den, der hat bei den Hunger Games mitgespielt. Habe ich auch nicht gesehen. Und da hat er noch einen jüngeren Bruder. Der hat im dritten Tor auch mitgespielt. Das heißt, und zwar als der Tor in einem Theaterstück. Loki wird da von Matt Damon gespielt. in diesem Theaterstück. Ja, auf jeden Fall sind es drei Brüder und der Jüngste, der spielt immer noch in Australien und die anderen beiden sind in Hollywood unterwegs. Nice! Chris und Evan Hemsworth oder so. Fällt es gar nicht ein. Geiler Scheiß. Sonst noch was zu Jeff Goldblum? Ach, siehst du, ich wollte gerade... Hast du mir nicht erzählt, weil das ist jetzt, passt wir, aber egal, dass Chris Hemsworth beim Start für Thor zu trainiert war? Ja. Und wieder ein bisschen runter musste. Zu trainiert. Naja, er hat sich sehr trainiert. Im ersten, ja, aber wenn du siehst, wie er halt in Thor aussieht und dir vorstellst, wie muss der dann an den Start gekommen sein? Wahrscheinlich mehr wie ein Bodybuilder, ja. Irgendwie so in die Richtung. Weil er sieht ja schon, also sehr trainiert, aber sehr athletisch trainiert aus. Ja, aber er hat da schon Brüste. Ja, er hat schon riesige Pakete, aber es ist halt immer noch in Proportionen. Ich glaube, das hat er ein bisschen übertrieben. Okay. Für den dritten hat er wohl auch viel, was haben wir, Vanity-Workouts gemacht. Was ist das? Also, wo er dann mehr auf die einzelnen Muskelgruppen als auf funktionales Training gegangen ist. Also Bodypumpen, oder was? Genau, auch weil er viel, er isst zwar viel im Kostüm, aber das Kostüm ist immer armfrei. Das heißt, muss man darauf achten, dass die Arme aufgepumpt sind, hat halt vorher noch ein bisschen die Curls geschwungen. Ja. Ja, aber im ersten ist er zutrainiert und im ersten Tor, witziger Fun Fact, hat er sich die Augenbrauen blondieren lassen, was ein bisschen seltsam aussieht. Das haben sie dann später nicht mehr gemacht. Er hatte eigentlich ein bisschen dunklere Haare. Nicht meine, aber hat er das oder war das halt so eine Produktionsentscheidung? Ja, naja, es war eine Produktionsentscheidung, aber das haben sie, also ja, ist natürlich nicht seine Sache, aber er hat halt blondierte Augenbrauen, das sieht ein bisschen verstörend aus, wenn man es im Vergleich sieht, dazu, wie er später als Tor aussieht, was einfach ein bisschen natürlicher wirkt. Ja. Ja, weiter zu unserem Kollegen. Dem guten Jeff Goldblum. Mm, mm, mm. Der einfach so viele Filme gemacht hat. Aber sonst habe ich Powder, da fand ich ihn auch geil. Auch ein schöner Film. Nicht so bekannt, aber ganz gut. Das darf mir auch nichts. Das ist von so einem Jungen, der also ganz bleich, keine Haare, keine Augenbrauen. Und der ist halt irgendwie so, ich glaube, super irgendwie begabt, besonders irgendwie. Ach, also ich muss ja sagen, für mich wirklich so das Highlight, auch weil es für mich in so einer Phase war, wo man als Junge halt Dinosaurier mag. Einfach Jurassic Park. Also wo ja auch die absolute Kultfigur ist. Und ich fand es halt damals als Kind schon faszinierend. Ich habe mal das Dinosaurier-Magazin abonniert. Konnte man sich einen T-Rex zusammenbauen. Also bei mir fing es halt schon vorher an bei In einem Land vor unserer Zeit. Mit Littlefoot und Caesar, den habe ich auch gesehen, aber dann. Den habe ich im Kino gesehen, da habe ich geweint. Ja, einen davon habe ich auch im Kino gesehen, aber. Weiß nicht, ich glaube, also mit Scharfzahn. Also Powder, die Zusammenfassung mit Jeff Goldblum ist halt in einem Satz erzählt. Der Film handelt von den Grenzen der menschlichen Fähigkeit und der Hoffnung, dass eines Tages die Menschlichkeit die Technologie wieder einholt. Das finde ich ein bisschen. Sehr abstrakt. Ein bisschen so allgemein wie das, wie die Rückseite von dem Cover der Videokassette. Also ich gucke mal, ob vielleicht mal noch irgendwas anderes. Ja, sogar Grand Budapest Hotel, auch ein ganz toller Film. Ich kann mich jetzt ad hoc nicht dran erinnern, wer der da gespielt hat. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Die Fliege, Jurassic World, Hotel Artemis, Team Darrow, Ataris Reise, Portlandia. Jeff Goldblum, Drunk in a Car, wird mir auf Ads vorgeschlagen als Video. Offensichtlich hat er die Erzählstimme bei einer Doku über die Tour de France gemacht. Tour de Pharmacy. Unbreakable Kimmy Schmidt spielt er mit. Interessant.
in einem Call of Duty Videospiel. Echt seltsame Sachen gemacht. Glee. Ist schon ein cooler Typ. Ja. Er hat so viele geile Bilder. Ich finde auch seine... Ah, natürlich. Bei die Tiefseetaucher hat er auch mitgespielt. Das ist auch super. War ich so mal das von der Facebook-Seite. Bei die Tiefseetaucher hat er mitgespielt, ja. Ah, das ist war mit... Auch ein Wes Anderson-Film, The Life Aquatic with Steve Zissou, wo Bill Murray den... Was war nochmal, was wollte diese... Was wollten die nochmal machen, die Tiefseetaucher? Irgendeine seltene oder so? Tierspezies, ja. Ich glaube, irgendeinen leuchtenden Fisch oder sowas. Sowas war das eher. Aber es ist auch super, dass sie einfach mit Waffen dann runter sind. Und, aber jetzt mal ganz ehrlich, oder habe ich das... Das ist übrigens das Facebook-Foto. Mm. Same picture of Jeff Goldblum every day. Er hat noch keinen Film, wo er... Also er hat auch keinen Oscar oder irgendwelche krassen Dinger und er hat auch keinen Film, wo er auch herausragend herausfordert. Nee. Also aber es wirkt halt auch, also er wirkt so zufrieden, ne? Es wirkt jetzt nicht von wegen, ja. Weil halt einfach die Masse, er hat schon super viel Sachen, er hat das, was er Spaß macht. Und er ist ja auch immer richtig gut in dem, was er macht. Ja. Aber es ist schon, ja. Ja, aber ich glaube, mit dieser entspannten Art kommt er auch nicht gut damit zurecht, was die Academy gerne in den Oscar-nominierten Schauspielern sieht. Ja. Nämlich halt dieses Extreme und dieses sich in der Rolle verlieren. Und ja. Das, glaube ich, widerspricht einfach der Art, wie er das angeht. Wenn er selber bewusst sagt, von wegen, ich schaue mir gerne an, was meine Rolle macht. Mhm. So. Und ich bin immer ganz bewusst nicht die Rolle, sondern ich bin dicht dran. Ja, ja. So. Und das halt, ja. Also ich meine, das wirkt so ein bisschen wie die anderen, also deren andere, das Ziel der anderen ist halt, irgendwie ein Award, irgendwo diesen Peak zu erreichen. Und für ihn ist das Ziel schon die ganze Zeit erreicht, wenn er halt was macht. So. Mhm. Also für ihn ist halt echt das Spiel, mittlerweile eine echt große Produktion und schöne Rollen, so nicht krass herausfordernd, nicht immer Hauptrolle, aber dennoch halt ausreichend für ihn. Beziehungsweise Spiel, also ich glaube, dass er halt ja sich auch nicht nur im Kino halt oder beziehungsweise im Film halt so heimisch fühlt, sonst würde er halt nicht regelmäßig schon so lange halt Theater spielen und immer noch unterrichten. Also er hat ja auch seine eigene Schule und dann halt auch, dass er Musiker ist und sowas. Ich denke mal, der ist halt so abgedeckt auf so vielen Ebenen. Ich glaube, was sich halt auch immer gut überträgt bei ihm, ist der Spaß. Mhm. Und das finde ich ist auch einfach, das macht es super wichtig, dass man jedem Film ansieht, dass er Spaß daran hat, wenn er dabei ist und dass man ihm in den Interviews ansieht, dass er Spaß hat an dem, was er macht. Und dass er es einfach gerne macht und dass daher auch einfach seine Art kommt. Na, ich meine halt, wenn schön. Er sich halt einfach so eine Momente gibt, wo halt keine Öffentlichkeit da ist und wenn er halt dann einfach für einen kleinen Fan dann einfach eine Szene nachspielt und dann auch das nicht muss, so. Sondern sagt von wegen, dem Moment nehme ich mir, ach was du, okay, dann bin ich jetzt nicht 10 Minuten auf dem Weg zur Post, sondern bin ich halt eine Stunde auf dem Weg zur Post, weil wir jetzt mal kurz Jurassic Park nachspielen. Aber ich will das auch. Ja. Sonst, aber also, was ist schon eine Stunde? Was bedeutet eine Stunde? Genau. Ach, ja. Apropos Stunde. What? Ja. Aber ich meine, wir haben ja schon eigentlich ziemlich gute Punkte. Wir haben schon viel. Muss Jeff Goldblum, kann man auch schwer beschreiben, Jeff Goldblum muss man selber erleben. Ja, das ist halt so eine Stimmung. Ich finde, der versprüht immer so eine angenehme... Komischerweise, das mit dem Alkohol hat mich gewundert. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass er halt gerne so, aber ich habe gedacht, mit denen könnte auch man... mal ein Glas Wein oder so? Ja. Da hätte ich schon gedacht, dass er auf der Veranda sitzt und das Wein trinkt. Ja. Naja. Na gut. Und er hasst, was ich auch sympathisch fand, er hat irgendwann, glaube ich, mal über seinen 65. Geburtstag bei Conan geredet, dass seine Freundin da irgendwie eine Party macht. Und er meint, er hasst es so. Er hasst so die ganzen Leute, da kommen und alle machen ganz fancy Geschenke. Und dann bedankt man sich tausendfach und sonst was. Und er meint, das hat einfach nur weniger Zeit für sich, für den Tag und so. Und er verbringt dann lieber irgendwie Zeit mit seinem Kind, was er dann ganz schön findet. Also das fand ich auch lustig, als er beschrieben hat, von wegen, dass sein Kind noch keine Worte sagt, aber schon herausragende Geräusche machen. Wie, und was für ein Volumen und wie das dann so euphorisch und so begeistert nachgemacht hat, wo du denkst, er macht Kindergeräusche nach. Komm, klar. Aber für ihn ist das halt einfach, was für ein Kerl. Ja. Was der blubbern und blabbern kann. Und denkst, yo, aber... Ja. Aber dann ist nicht ganz falsch, man sagt, ja, das hat er vom Papa. Ja. Gut. Ja. In diesem Sinne... Ihr kleines Nüsschen. Also pass auf, ihr hört uns ja, wo immer ihr uns gerade hört.
oder seht. Aber ihr habt verschiedene Chancen, uns zu hören, zu sehen. Und das eine ist zum Beispiel, wenn ihr auf iTunes oder auf Podcast Addict Nacht für Nüsse mit Dirk und Klaus guckt, oder? Oder ihr schaut bei YouTube nach dem wundervollen Kanal für Nüsse mit Dirk und Klaus. Oder ihr schreibt uns eine Mail an fürnüsse@gmail.com und ladet uns zu euch nach Hause ein, um dann live im Wohnzimmer einen Podcast zu veranstalten. Oder ihr schreibt uns eine Briefmarke Ihr könnt uns auch eine Frage stellen via Mail. An 560123 Köln. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Ja, und alle Angaben ohne Flinte. Mhm. Oder ihr schreibt uns einen Tweet an @fürnüssepod auf Twitter. Ja, das könnt ihr gerne machen, damit wir irgendwann mal wieder eine Frage von euch klären. Genau, oder wir gehen auf, ihr. Ja, wir auch manchmal. Aber geht auf fürnüssepod.com. Gehst du manchmal drauf? Na, ich muss ja die Podcasts da hochladen, sonst kommen die ja nicht in den RSS-Feed. Also ja, mehr oder weniger. Klingt so ein bisschen gequält. Na ja, was soll ich machen? Also ich würde es ja auch anders machen. Aber also vielleicht gibt es da eine bessere Methode. Gibt's irgendwas, um diese Seite zu vermeiden? So einen automatischen Uploader oder so? Ich naja, gehe mehr oder weniger gehe ich ja nur in die Metadaten, die bei WordPress hinterlegt sind. Oh meine Güte, die Meta, aber das ist die Metadaten. Es sind so viele, so viele Metadaten, es sind inzwischen Kilometerdaten. Es ist Zeit für uns zu gehen. Für Nüsse, der einzige Podcast, bei dem ihr Stockholm-Syndrom bekommt. Haben wir noch einen Fakt? Ich wollte nur noch mal das Zitat des Lebensweisheit wiederholen. Mhm. Schöner geht's doch nicht. Do what you love, don't be the wolf of Wall Street. Okay. Okay, da kann man vorher schon rausgehen.